Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Die UNO und die Europäische Union sollten sich nicht mit der Organisation der Migration beschäftigen, sondern damit, wie die ihre Heimat verlassenen Millionen zurückgesiedelt werden könnten. Darüber sprach Peter Siato bei der UNO-Generalversammlung in New York in der Diskussion über die Lage von Syrien. Der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten fügte hinzu, in der Nachbarschaft von Süd- und Südosteuropa seien viele gezwungen gewesen zu fliehen und ihre Situation sei dadurch noch erschwert worden, dass Brüssel die Migration angespornt habe. Peter Siato formulierte, für heute habe der Islamische Staat fast all seine Gebiete in Syrien und im Irak verloren. Darum sollten die internationalen Organisationen die Rückkehr der Einwanderer unterstützen. Ich glaube, es wäre höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft, anstatt die Migrationsprozesse zu inspirieren, sich darauf konzentriert, wie man denjenigen Gemeinschaften helfen könnte, die früher wegen der Kriegssituation ihre Heimat verlassen mussten, in ihr Heimatland zurückzukehren. Im Schreiben gratulierte Janusz Áder dem neu gewählten ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Der Staatspräsident schrieb, für Ungarn sei es sehr wichtig, dass sein größtes Nachbarland ein stabiler, demokratischer und prosperierender Staat sei. Genauso im Brief gratulierte ihm auch Viktor Orbán. Der Ministerpräsident erklärte, die ungarische Regierung werde weiterhin am Ausbau der ungarisch-ukrainischen Beziehungen arbeiten. Und dabei ziele er auch auf die Zusammenarbeit des ukrainischen Präsidenten. Die ungarische Kulturvereinigung in Transkarpatien erklärte, sie seien bereit, mit dem Präsidenten in allen Fragen zusammenzuarbeiten, die zur Verbesserung der Lage der ungarischen Minderheit in der Ukraine beitrage. Viktor Orbán fährt nach China zum größten Wirtschaftstreffen der Welt. Darüber sprach er vor seiner Abfahrt in einem Video im Internet. Der Ministerpräsident sagte, die Delegation unterbreche die Fahrt in Kasachstan, um sich mit der dortigen neuen Führung zu treffen. Der Regierungschef betonte, das Ziel des Weltwirtschaftstreffens in China sei, Europa mit Asien zu verbinden. Ungarns Absicht ist, dass diese Routen über Ungarn führen. In China findet das Welttreffen des größten Wirtschaftsprogramms der Welt am Donnerstag, Freitag und Samstag statt. In diesem Programm geht es darum, wie wir Asien mit Europa verbinden können. Wir möchten diese Verbindung so verwirklichen, dass die Routen über Ungarn führen. Davon erhoffen wir Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze und eine erfolgreichere ungarische Wirtschaft. Ein ausschlaggebendes Element des ganzen Programms ist die Eisenbahnstrecke Belgrad-Budapest, die frühestmöglich erbaut werden sollte. Nachtflugverbot wird ab August in Budapest eingeführt. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens dürfen keine Flugzeuge mehr abfliegen und landen. Bis jetzt verursachten in der Nacht im Durchschnitt 3 Flugzeuge Lärm. Das bedeutet aber nicht, dass man ab Ende des Sommers keine Flugzeuge mehr über Budapest in der Nacht zu sehen bekommt. Denn wenn es aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, sind Landungen erlaubt. Daneben werden die in der Gegend lebenden Familien mit einem Schallschutzprogramm unterstützt. Eine alltägliche Szene. Ein Flugzeug fliegt über den Gebäuden von Budapest. Es ist zwar schön anzuschauen, doch die Ansässigen leiden darunter, besonders wegen des Lärms. Und vor allem in der Nacht. Im Jahr verkehren etwa 1000 Flugzeuge zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens über die Wohnhäuser der Stadt. Im Durchschnitt stören also 3 Maschinen pro Nacht die Ruhe der Einwohner. Doch das soll sich bald ändern. Das Ministerium für Innovationen und Technologie hat vor, die Zahl der Passagier- und Frachtflugzeuge, die in der Zeit des Tiefschlafs verkehren, auf 0 zu reduzieren. Dem Minister nach sei weiterhin die Einführung von Schallschutzgebühren geplant. Das würde bedeuten, dass jede Airline, deren Flugzeug die zum gegebenen Zeitpunkt zulässigen Schallschutzgrenzwerte überschreitet, eine Geldbuße zahlen sollte. Ein Großteil des einzufließenden Geldes sollte für die Steigerung der Effektivität bei den Lärmschutzmaßnahmen aufgewendet werden. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel die Fensterisolierungsaktionen. Die in den lärmbelasteten Gebieten Lebenden könnten besondere Schallisolierungen für die Fenster beantragen, sagte der Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister erklärte, in Zukunft sollen nicht nur die Behörden, sondern auch die Vertreter der Einwohner dazu berechtigt sein, Schallmessungen zu beantragen. Musik.
Die 5. ungarische Filmwoche beginnt im Corvin-Kino in Budapest. Zum ersten Mal kann das Publikum auch Fernsehserien anschauen und ungarischen Schauspielern werden auch Preise für ihr Lebenswerk übergeben. Während der Filmwoche werden zwischen dem 22. und dem 27. April mehr als 200 Filme gespielt. Außer den im vorigen Jahr vorgeführten Spiel-, Fernseh-, Kurz-, Dokumenta-, Animations- und populärwissenschaftlichen Filmen und Fernsehserien werden auch Fachvorträge veranstaltet. Gladiatorenkämpfe, museumspädagogische Unterrichte, Führungen und ein Treffen mit dem Cäsar. Für 2 Tage kann man sich wie im antiken Rom fühlen, und zwar im Rahmen der Floralia in Taz. Für die Zeitreise werden die Gäste am 27. und 28. erwartet. Das pompöse Fest kann im archäologischen Park Gorsium miterlebt werden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.